Und nun dürfen wir mit Brisant herzlich willkommen. Hallo zur Sendung am Samstag. Das Wetterpech, das hat auch Florian Silbereisen inzwischen erwischt. Von dem werden wir gleich erzählen, da gibt es dann noch mehr Bilder aus dem Regen. Aber erst einmal kommen wir zu den anderen Unwetterschäden heute. Unter anderem starten wir mit einer Wasserschlacht auf der Autobahn. Auf der A14 zwischen Leipzig und Dresden, da sind diese Bilder hier entstanden. Kurz darauf musste die Autobahn dann ganz gesperrt werden. So hoch stand hier das Wasser. Fliegen war nicht unbedingt eine Alternative zur Straße im Osten Deutschlands. Die Flughäfen Berlin-Tegel und Schönefeld mussten nach zu viel Regen ebenfalls eine Zwangspause einlegen. Der Juni beginnt, wie der Mai sich verabschiedet hat. Na, die machen es richtig. Wie war der Spruch noch bei Unwetter? Buchen sollst du suchen, Eichen weichen. Das sind ja so Tipps, mit denen man wirklich groß wird. Aber was stimmt denn da eigentlich und was nicht? Wir hören gleich von einem, den hat der Blitz im Schwimmbad getroffen. In den vergangenen 24 Stunden gab es neue Blitzeinschläge, unter anderem in Niedersachsen. Sicherlich angekommen, aber nett ist sowas ja nicht gerade. Mit diesem Wochenende geht die Aktion die Falschparkerwoche zu Ende. Da wurden auch Zettel an Autofahrer verteilt, freundlicherweise diese ohne Nagel. Aber hilft sowas eigentlich für besseres Miteinander im Straßenverkehr? Um Hoffnung geht es auch jetzt und das hat zu tun mit diesem kleinen Stück Papier hier. Wenn da ein Name draufsteht, dann kann dieses Papier nämlich über Leben und Tod entscheiden. Das ist ein Organspendeausweis und wir haben mal über Facebook gefragt, wer hat denn so einen? Und da hat die Mehrheit tatsächlich gesagt, ja, ich bin Spender. Im Bundesdurchschnitt, da sieht es doch ein bisschen anders aus. Da sind immer noch viele sehr zögerlich und nicht dazu bereit. Das ist sicherlich eine ganz private Entscheidung, aber eine, die viel bewirken kann. Dafür wirbt der Tag der Organspende und der ist heute. Ja, Gewissensfrage, Organspende. Wir haben mehr Infos auf unserer Brisant-Seite und wir sind auch sehr gespannt auf Ihre Meinung dazu, gern auf unserer Facebook-Seite. Ja, machen wir noch ein bisschen tierisch weiter. Möglicherweise schlägt die Hitze ja kühn auch aufs Gemüt. Wir hatten eine diese Woche, die hatte sich sehr ungünstig auf ein Baugerüst verirrt, kam zum Glück wieder runter. Und nun eine, die nicht verstanden hat, wie kompliziert EU-Recht ist. Aber das kann man ja eigentlich auch nachvollziehen. Da stehen wir ohne Hörner ja auch manchmal auf dem Schlauch. Wir kommen zu einem Bild, das man eigentlich nicht vergessen kann. Morgen jährt sich Eschede. Tatsächlich reicht der Ortsname bei dieser Katastrophe. Und dann sind die Erinnerungen eben gleich wieder da, wie das damals war, am 3. Juni 98, als kurz vor 11 Uhr der ICE Wilhelm Konrad Röntgen entgleist. Mehr als 100 Menschen sterben damals. Und später wird man dann sagen, diese Katastrophe, die Helfer und Angehörige an ihre Grenzen gebracht hat, die hätte verhindert werden können. Ja, und dann werden Überlebende, Hinterbliebene, Helfer und Politiker in Eschede noch mal zusammenkommen zum stillen Gedenken zu diesem 20. Jahrestag. Wir schauen auf weitere Nachrichten vom Tag jetzt. Was wir jetzt haben, ist Schulunterricht mal so ganz anders. Auf dem Stundenplan steht das Thema Drogen und der, der da spricht, hat selbst welche genommen. Heute ist er clean, wie man so sagt, und hat ein Buch geschrieben, einen Roman über die Droge Crystal Meth. Eine Droge aus dem Arzneiwirkstoff Ephedrin, aus Abflussreiniger und aus Batteriesäure tatsächlich. Wer schluckt sowas freiwillig? Immer mehr Jugendliche, wie Sebastian Kasper damals auch, der heute davor warnt. Und wer jetzt kommt, das verrät uns Dieter Thomas Heck. Hier ist der Superboy Graham Bonnie. Genau, es gibt Torte für einen Superdino der Musik. Graham Bonnie hat Geburtstag, jetzt mehr. Die Briten haben die Queen, Big Ben und die Beatles, aber ihn haben sie ziehen lassen müssen. Graham Bonnie ist Engländer, aber für die Liebe ist er nach Deutschland gegangen. Und er wird zwar nicht gern älter, aber heute muss er da durch. So, und diesem Mann können wir die Daumen drücken für heute Abend. Im Fernsehen kann eigentlich nicht viel los sein. Die ganz großen Stars, die sind alle bei Florian Silbereisen. Wenn denn das Wetter mitspielt. Gestern Abend war nämlich Generalprobe und da war es schon so ein bisschen schwierig. Er hat Grüße geschickt von dort. Ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, stehen wir total im Regen. Es ist hier Gewitter und es kommt runter aus Kübeln. Florian, wir wünschen dir ein trockenes Hemd für heute Abend. Vielleicht reicht es dann sogar noch für ein paar Ärmel dran. Und einen guten Flug. Er hat nämlich Großes vor da mal wieder.
Ja, sind wir gespannt, wie das mit dem Wetter wird heute Abend oder ob es einen Wet-T-Shirt-Contest gibt. 20.15 Uhr, Florian Silbereisen und seine Riesenshow. Wir haben noch einen coolen Typen jetzt, Benedict Cumberbatch, der eindrucksvoll bewiesen hat, dass er nicht nur auf der Leinwand ein Held ist. Und jetzt schauen wir noch mal voraus. Wer Sonntag mit dem Sofa und dem Tatort verabredet ist, der kann sich auf die zwei hier freuen. Das Team München, Ivo Batic und Franz Leitmeier. Erprobt im Schurkeneinfangen sind die beiden. Aber diesmal, ganz aktuelles Thema, haben sie es mit sogenannten Reichsbürgern zu tun. Und das ist auch für die gemütlichen Bayern eine harte Nuss. Auf jeden Fall. Würstchen aus dem Automaten, schwierig. Das ist wie Currywurst aus der Mikrowelle. So, wir wünschen viel Spaß da morgen Sonntagabend mit dem Tatort und Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Montag gibt es natürlich wieder Brisant. Camilla führt Sie dann durch die Woche. Von mir ein schönes Wochenende. Tschüss, tschüss.